In den letzten Tagen gab es große Fortschritte auf der Flying-Rookburg-Baustelle. In diesem Update geht es um den neuen Eingang von dem Hotel Charles Lindbergh und neuen Teaming-Objekten, welche vor kurzem angeliefert wurden. Schaut euch auf jeden Fall die bisherigen Updates über die neue Achterbahn und Themenwelt im Phantasialand an, um alle weiteren Informationen zu erfahren. Die Playlist ist in der Infocard verlinkt. Die große Fassade in Richtung der Berggeiststraße, welche an die Front einer alten Fabrikhalle erinnert und an welcher bereits der Schriftzug des Hotels Charles Lindbergh montiert wurde, wird sehr wahrscheinlich den Eingang zum Hotel erhalten. Die Zäune, welche die Unterseite der Wand zuvor verborgen haben, wurden entfernt, um in dem Bereich besser arbeiten zu können. In der Mitte der Fassade befindet sich ein Eingang zur Themenwelt, welcher in Zukunft wahrscheinlich zur Hotellobby führen dürfte. Dieses Tor wurde provisorisch verschlossen, aber trotzdem war es zeitweise möglich, einen Blick durch den Durchgang zu bekommen und die Themenwelt zu sehen. Sehr viele Schienen von Fly, wie auch Thematisierung und das Hotel sind dadurch sichtbar. An der zur Innenseite von Rookburg gerichteten Hotelseite mit den außen gelegenen Gängen zu den Zimmern wurden Fassadentheming-Objekte installiert um die Türen der Hotelzimmer. Zum Eingang hin wurde außerdem begonnen, einen Zugang zu pflastern. Eine besondere und sehr interessante Lieferung kam Dienstagnacht am Phantasialand an. Zwei Theming-Objekte in Form von Zeppelin wurden auf die Baustelle von Rookburg geliefert. Diese dürften bald irgendwo in oder am Themenbereich montiert werden. Der genaue Ort ist aktuell natürlich noch nicht bekannt, aber Möglichkeiten umfassen einmal den Eingang von Charles Lindbergh, wodurch sie auch von außen sichtbar wären, oder sonst mitten im Themenbereich. Dort zum Beispiel direkt am Hotel oder im hinteren Bereich in Richtung der Wand, welche Rookburg von Fantasy abtrennt. Ebenfalls wird aktuell noch spekuliert, was zum Beispiel in die Mitte des Helixes von Fly entstehen könnte, welches sich in der Ecke des Themenbereichs befindet. Nachdem nun wirklich Zeppelin in Rookburg Einzug erhalten, ist es gut möglich, dass wir gegebenenfalls auch Heißluftballons im Steampunk-Style im Bereich sehen werden. Abschließend kommen wir nochmal zum wahrscheinlichen Layout vom Hotel. Links hinter der Eingangsfassade wird sich die Lobby mit dem Rezeptionsbereich befinden, darüber ein Hotelturm. Anschließend daran sind durch Gänge drei weitere Hoteltürme erreichbar, inklusive eigenem Treppenhaus mit Aufzug. Von der rechten Seite des Eingangs dürfte es dann einen Gang zu einem weiteren Hotelturm geben. Wir werden wahrscheinlich keine einzige große Dachterrasse bekommen, wie sie im Rookburg-Trailer dargestellt war, aber stattdessen einzelne kleinere Dachterrassen auf manchen der Hoteltürme. Die Bar 1919 dürfte sich unter Hotelturm 1 und 2 befinden und daran anschließend das Restaurant Uhrwerk. Falls es Neuigkeiten gibt, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Schaut euch sonst auch gerne die anderen Videos auf dem Kanal an über Freizeitparks und Achterbahnen nicht nur aus Deutschland und Europa, sondern auch aus Asien und Nordamerika. Und dann sehen wir uns bald wieder zum alten Video. Ciao!